Herzlich willkommen, liebe 1000 PS-Fans und grüezi, weil wir sind heute wieder zu Gast in der Schweiz bei Pat Bikes und neben mir sitzt jetzt der Geschäftsführer Patrick Nützi. Hallo Patrick. Hallo. Du hast mir aber verraten, deine Freunde nennen dich anders, nämlich? In der Schweiz sagt man Patrick Padu, manche sagen auch Pat, aber vor allem Pat Padu. Okay. Ich nenne dich jetzt trotzdem Patrick, weil du sprichst das so ganz besonders auch aus. Das ist ganz schwer. Und bevor wir über diesen wunderschönen eisenharten Umbau hier hinten sprechen, sprechen wir über dich und deine Herkunft, deine Entstehungsgeschichte, also jetzt nicht von Anfang an, sondern wie bist du zum Thema Motorrad gekommen und wann bist du darauf gekommen, dass du deine eigene Firma gründest? Also angefangen, ich habe mal Automechaniker gelernt und habe eigentlich immer Motorrad gefahren und in den 1990 habe ich dann eine Harley gekauft und die habe ich umgebaut und so fing das eigentlich an. Und mit der Zeit habe ich mir mal Gedanken gemacht und 1996 habe ich den Schritt gewagt und selber angefangen. Zuerst mit Harley-Umbauten und dann am 07 habe ich die Triumph-Vertretung übernehmen können. Und seither mache ich Triumph und baue die natürlich auch um. Wir haben vorher auch schon gesprochen, nämlich genau um diesen Umbau, um den es jetzt geht, wo ich gefragt habe, ist der Kunde gekommen, hat gesagt, das. Es war aber irgendwie anders, oder? Da kamen die Ideen oder der Ursprung auch von dir? Ja, ich habe mal, ich wollte eine umbauen, eine Bonneville T100 und die habe ich dann nach meinen Ideen umgebaut. Die hatte aber eine andere Farbe, die habe ich in Schwarz und in Elfenbeinweiß gemacht. Die habe ich dann verkauft und ein Kunde kam und sagte, ich will genau dieses Bike auch so, nur ich will matt schwarz. Das war der Unterschied, aber sonst genau gleich wie die andere. Ja. Und Ideen, die sind mir, ich habe das schon irgendwie im Kopf, wie ich das umbauen möchte und während dem Umbau reift dann auch noch die und jene Idee. Ja. Naja, ich habe das leider schon am eigenen Leib erfahren müssen, wie schwer das ist, dass man einen Umbau einfach harmonisch gestaltet, dass man die Teile aufeinander abstimmt. So, jetzt gibt es verschiedenste Zubehörkataloge, Anbieter, dann kann man eigene Teile herstellen. Hast du das alles im Kopf oder gehst du da die ganzen Nächte lang die ganzen Kataloge durch? Nein, du siehst natürlich schon irgendwie in einem Heft oder so, oh, ein super Heck. Aber im Grund habe ich das schon im Kopf, wie ich das machen will. Dass es auch harmonisch, eben wie du sagst, passt. Und dann siehst du, ah, die Lampe, das könnte man so machen, wie bei dir, zum Beispiel den Tacho einbauen, damit es klassisch aussieht. Aber das passt, die Ausführung, die ist wächst im Kopf eigentlich. Ich zeichne da nichts, ich gehe auch nicht abschauen, das will ich nicht. Ich will wirklich ein Motorrad für mich machen, ja. Jetzt entstehen sogar bei den kleinsten Änderungen teilweise unerwartete Herausforderungen. Du hast mir vorher erzählt, genau von diesem kleinen Moto-Gadget-Tacho. Was ist da passiert? Ja, der Tacho ist ein elektronischer Tacho und die Lampe ist ziemlich klein. Und da durch das Licht entsteht eine enorme Hitze. Und dann hatten wir immer Probleme am Anfang. Der Tacho fing an anzulaufen. Und damit ich das lösen kann, habe ich in der Lampe vorne zwei Kühlschlitze eingebaut. Und seither ist es gut. Passt. So etwas braucht man dann einen Profi. Ja. Was mir bei euch immer auffällt in der Schweiz, was ich so mag, ist, ich sehe immer nur, oder meist nur einen Spiegel. Und ich sehe teilweise keine Blinker. Wie ist das jetzt bei euch rechtlich? Was darf man da und was darf man nicht? Also wir brauchen einen Spiegel links. Rechts brauchen wir keinen. Und die Blinker bis Januar 13 durften wir ohne Blinker rumfahren. Einfach Hand raushalten. Ja. Aber jetzt müssen wir auch einen Blinker einbauen. Das ist auch Pflicht, ja. Aber andererseits, wenn ich da jetzt so an der Kamera vorbeischaue, wir sprechen dann später noch über zwei Umbauten, also unbedingt anschauen, ist das gar nicht mehr so schlimm. Ich finde, das hast du auch perfekt gelöst. Jetzt sind wir aber noch hier bei diesem Scrambler. Das sind die TKC 80, glaube ich, drauf. Ziemlich heftige genau. Reifen. Ist am Asphalt gewöhnungsbedürftig, sage ich jetzt mal. Ich habe das dieses Jahr auf einem anderen Modell testen können. Ja. Aber die Leute, die sowas wollen, die dulden das. Ne? Da geht es halt um den harten Look.
Ja, es geht ums Aussehen. Das muss einfach, wie du sagst, hart aussehen. Und das mit den Stollenreifen, das sieht einfach brutal aus. Und wir haben bei dir jetzt hinten breitere Felgen aufgezogen, damit wir einen 170er drauf machen können. Und das sind dann einfach wirklich fett aus von hinten. Einfach geil, ja. Auch immer ein Thema Auspuffanlage, ganz klar. Also auch bei neuen Motorrädern, eins der ersten Accessoires sind einfach, ist ein Slip-on, wird immer schwieriger. Das ist auch eine ganze, also optisch schon extrem interessant. Wieso hast du dich dafür entschieden? Weil wir haben immer früher 2x2 gebaut. Und dann kam die raus von Shark und die hat mir einfach von der Form her, so ein bisschen Zigarrenform und mal 2x1, das hat mich einfach gefallen. Und da habe ich gedacht, jetzt montieren wir mal diese, nicht immer das Gleiche machen, ja. Was viele auch bei, du hast vorher gesprochen, über Harley kurz, das sieht man auch immer wieder beim Krümmer, dass das Ganze umwickelt ist. Ja. Jetzt habe ich mal gehört, die Schwarzen werden weiß und die Weißen werden schwarz. Stimmt das so? Ja, ungefähr schon. Aber wir haben hinten eine Spraydose in schwarz und dann können wir jedes Mal, wenn er in den Service kommt, machen wir das wieder schwarz. Okay. Ist schon so, die Weißen, die werden wirklich schwarz vom Dreck, von der Straße. Ja. Das kleine Heck haben wir gerade besprochen. Ihr habt dann auch das Kennzeichen auf die Seite gelegt. Ja. Ist es bei euch auch so, dass dann das Kennzeichen nicht der äußerste Punkt sein darf, dass dann der Lenker zum Beispiel breiter sein muss? Nein, das ist nicht so. Bei uns muss es 30 Grad. Mit 30 Grad musst du dir das Kennzeichen sehen. Das ist die Pflicht, die du hast. Und in der Mitte, das Schlusslicht muss in der Mitte sein. Und auf dem Kennzeichen muss eine Beleuchtung sein. Dann sehe ich noch etwas, es ist matt schwarz und ganz wenig Farbe dran, aber etwas leuchtet rot heraus. Wieso hast du gerade das Teil rot lackiert? Wieso jetzt nicht die Felgen oder sonst irgendwas? Weil es ist in der Mitte vom Motorrad und es sollte so ein Eyecatcher sein. Ich habe das ein bisschen, die Autos haben doch die roten Bremsbacken. Und da habe ich das ein bisschen abgeschaut, ja. Und sieht einfach gut aus beim Schwarzen, ja. Es muss ja nicht alles schwarz sein. Da ist auch eine, glaube ich, reduzierte Sitzbank drauf. Das scheint die Polsterung irgendwie rausgenommen zu sein. Passiert das auch bei euch im Haus oder hast du da wen, auf den du zurückgreifen kannst? Also wir machen eigentlich die Grundplatte, die machen wir selber. Mit den Ösen zum Einhängen, Verschraubung, alles. Das ist ein Kunststoff und dann mit Polyester drüber bezogen. Und den Lederbezug, das haben wir dann einen Spezialisten, einen Sattler, sagen wir. Ja. Ja, das ist auch üblich, also bei uns kenne ich auch einige Werkstätten, die das natürlich auch auslagern, weil du hast halt nicht unbedingt jemanden, der hinten Leder bearbeitet. Ja. Gut, Patrick, vielen Dank für das Interview. Es gibt noch zwei weitere Umbauvideos und ein Shop-Video von Pet Bikes. Bitte unbedingt anschauen und wenn es euch gefallen hat, natürlich einen Daumen hoch. Abonniert unseren Kanal, schaut euch auch die anderen 1000 PS-Videos an und kommentiert bitte unser Video. Gefällt euch dieser Scrambler-Umbau genauso gut wie mir oder weniger gut? Was sind eure Vorstellungen und was wir vielleicht in Zukunft noch machen sollen? Wir sind jetzt öfter in der Schweiz, wir werden viele Umbauten besprechen, viele Custom-Bikes. Da würden wir einfach gerne wissen, was euch interessiert. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.